Hi Leute, wir machen weiter mit Let's Play Tomb Raider Silent Town, unser diesjähriges Weihnachtsspecial. Jetzt hier zwischen den Jahren. Ja, wir zerstören hier gleich mal die Barriere und brechen ein in das Holzlager, so scheint mir das. Da finden wir auch Holz. Okay. Interessant. Ist das Feuerholz? No, anscheinend nicht, aber vielleicht auch doch, weil Lara sagt ja immer no. Das hilft uns nicht viel. Ist jetzt die Frage, was kann man mit dem Feuerholz machen? Beziehungsweise haben wir jetzt die Brechstange. Wir haben das da. Und wir haben auch diesen Wooden Stick noch. Und wir haben auch noch den Beutel voll mit Weizen. Also, und die Schneebälle haben wir auch noch. Also einiges, was wir jetzt hier verwenden können. Und ist halt die Frage, jetzt müssen wir machen. Erstmal hier rauskommen. Weil ich glaube, hier ist jetzt weiter nichts mehr drin. Ja, dann gehen wir wieder und überlegen uns, was können wir mit den Sachen machen, die wir jetzt haben. Das ist jetzt die gute Frage. Ich würde tatsächlich gerade sogar erst nochmal in das eine Haus zurückgehen. Vielleicht kann man da irgendwo in einem Kamin Feuer nachlegen. Das probieren wir jetzt mal. Auf jeden Fall brennt es ja hier noch ganz gut, aber vielleicht kann man da ja was machen. Aber das sieht mir nicht so aus. Nee, das sieht mir nicht so aus. Mit den Geschenken noch irgendwas machen? Ich würde die ja mitnehmen. Wir sind ja hier eh alle tiefenentspannt. Oder muss man das hier tatsächlich noch einsetzen? No. Okay, also was kann man jetzt tun noch? Das sind jetzt alles gute Fragen. Ach, wir haben ja noch... Hier das eine Pferd, was wir noch weglocken müssen, dass wir an den Gegenstand kommen. Das haben wir noch nicht geschafft. Ich wusste noch nicht wie. Dass wir hier unten dran kommen. Das heißt, wir müssen hier irgendwas reinmachen. Ach, eine Idee wäre vielleicht von dem Tisch noch was mitzunehmen, was wir hier in dem Haus gefunden haben, womit wir das Pferd füttern können. Hier kann man sogar draufklettern. Das ist schon mal gut. Ist halt die Frage, ob man hier was mitnehmen kann. Zu essen. Aber das macht sie nicht. Sie läuft zwar oben drauf rum, aber sie nimmt nichts. Und ein anderes Haus haben wir jetzt noch nicht offen. Beziehungsweise etwas, wo es jetzt was Essbares gäbe. Oder haben wir da noch irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Wir brauchen, glaube ich, was Essbares. Unsere Schokolade können wir nicht hinlegen. Oben in dem Kinderzimmer war auch nichts, ne? Kann man vielleicht bei so einem Schneemann die Karotte rausbohren? Dass man da... No. Diese Karotte, die die Nase ist, des Schneemanns, irgendwie an das Pferd verfüttert? Vielleicht gibt es irgendeinen dieser Schneemänner... der irgendwie eine andere Nase hat, die so halb schon ab ist oder so. Oder größer ist oder irgendwie sowas. Was man dann verfüttern könnte. Weiß nicht, ob das irgendwie eine Idee wäre. Genau, da oben müssen wir auf jeden Fall noch was einschießen, die Glocke, aber das können wir jetzt von hier nicht. Da fehlt uns ein Laserzielgerät oder irgendwas. Da kann man keine Nase klauen. Aber ich finde es eigentlich eine gute Idee. Muss ich zugeben. Jetzt irgendeinem Schneemann die Nase klauen. Und da gibt es vielleicht in der Kirche noch irgendwas, in der Kapelle. Irgendwas, was man verfüttern kann. Oder die Zweige hier. Was können wir denn dem Pferd mal zu fressen geben? Was fressen denn Pferde? Kartoffeln? Ich weiß es nicht, ich habe keine Pferde. Mit dem Holz kann man hier auch nichts machen. Wir gucken nochmal in der Kirche. Vielleicht ist da noch irgendwas. Oder man kann irgendwo in der Kirche noch hochklettern, aber das ist auch nichts.
Hier liegt auch nur ein Messbuch rum. Da sind jetzt keine Oblaten oder sowas. Und das Ave Maria finde ich so schön, was hier in dieser Kirche spielt. Ist echt schön. Aber wir müssen wieder gehen. Es ist alles so traurig auch trotzdem, weil wir alle wissen, den Dorfbewohnern hier oder den Stadtbewohnern ist es Weihnachten genommen. Waren wir hier überhaupt schon mal? Ich glaube, das ist eine Tür, die irgendwann mal aufgeht. Sag mal, hier ist es auch eine Tür? Nö, ne? Hier ist eine Schleife. Ach, guck mal an. Ah, nee. Ich dachte, da kann man jetzt irgendwas machen, aber ist nicht so. Da kommt man nicht hin. Oder kann man da drüber springen? Das kann auch sein, dass wir jetzt hier über die Treppe darüber springen. Aber das macht sie nicht. Das wäre vielleicht nochmal eine Idee gewesen. Man kann auch hier die Scheibe dann einschießen später. Aber da kommen wir von hier noch gar nicht hin. Ist jetzt die Frage, wie kommt man da hin? Wo ist der Zugang? Ist der durch irgendeine Scheune? Oder müssen wir doch drüber springen? Da müssen wir hin. Ich glaube, das ist wichtig. Könnt's noch mal probieren, aber ich glaube nicht, dass es geht jetzt. Also, weil, nee. Da müssen wir uns noch was ausdenken. Also, das ist schon mal gut zu wissen, dass wir da hin müssen. Vielleicht kommen wir auch von hier irgendwo durch. Da schon mal nicht. Hier steht noch ein Eimer rum. Das ist die Seite hier. Kann man da vielleicht irgendwo durch? Mit dem Fass kann man nichts machen. Irgendwo drüber klettern geht auch nicht. Das ist alles zu hoch von den Dächern. Gott, ich bin jetzt hier schon wieder überfragt. Oh, der Mann ist ja weg. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Wo ist der jetzt plötzlich hin? Cool, jetzt haben wir was geöffnet. Mit einem Tupelder 3-Tür-Sound. Ja, wo war das denn jetzt? Ist das auf der anderen Seite das Haus gewesen, wo wir gerade waren vielleicht? Das war jetzt nochmal gut, weil ich habe nicht mitbekommen, dass der Mann weggegangen ist. Auf jeden Fall, das ist nicht die Tür, die ich gerade gehofft habe. Aber irgendeine Tür haben wir aufgemacht. Das ist ja nicht schlimm. Hauptsache, wir haben eine offen. Ist nur die Frage, welche ist es? Hier ist alles zu. Das klang auch jetzt gar nicht so weit weg, muss ich sagen. Ist das hier irgendwo? Aber da haben wir ja alles offen. Die Tür ist offen. Ah ja. Steht wieder ein kleiner Tannenbaum. Und da sind sie doch. Da brauchen wir keinem Schneemann die Rüben klauen. Die liegen hier auf dem Tisch. Ja, perfekt. Da können wir später mal eine Fackel anmachen. Oben drin ist nichts im Kamin. Das heißt, wenn wir mal eine Fackel haben, können wir die da anzünden. Beziehungsweise kann man vielleicht auch den Stab da anzünden. Das geht aber nicht. Hier kann noch was drin sein. Manchmal ist das so eine Schublade. Jawohl. Oh, was haben wir denn? Ach, das ist ein großes Medipack. Auch nett. Und das hier sind genau die Fliesen, die ich bei Sims früher immer in der Küche hatte. Ist ja witzig. Das waren noch Zeiten, als ich Sims gespielt habe. Auf jeden Fall können wir jetzt erstmal das Pferd weglocken. Das wollten wir doch die ganze Zeit schon machen. Jetzt wissen wir endlich, wie es geht. Jetzt haben wir die Moorrüben im Gepäck. Und dann können wir das Pferd ein bisschen weglocken. Weiß nicht, ob man das besser von der Seite nicht macht. Ja, das geht. Ja, cool. Die Idee ist so cool. Und da kommt's schon und frisst. Wie cool ist das gemacht, ey. Lara hat sich nicht getraut, unter das Pferd zu packen. Ich merke das schon. So, was ist das denn jetzt? Wellhandel.
Ich muss das alles googeln. Ich weiß nicht, was das ist. Well handle. Well handle. Übersetzung. Gut handhaben. Ja, was kann man damit gut handhaben? Ich weiß es nicht. Irgendwas müssen wir damit handeln. Nur was müssen wir damit handeln? Kann man damit hier das handeln? Man kann es ja mit nichts kombinieren oder so. Aha. Ich weiß nicht, was das ist. Oder kann man damit diese Schneeverwehung vielleicht wegmachen? Probieren wir es mal. Weil sonst wüsste ich jetzt nicht, was man damit machen kann. Man kann es auch mit nichts kombinieren. Das ist irgendwie... Fällt mir da gerade gar nichts zu ein. No. Well handle. Das Ding kann ich gerade so überhaupt nicht einordnen. Was man damit machen kann. Eine Idee hätte ich noch gerade. Vielleicht ist das eine Kurbel, die man hier bei diesem Brunnen einsetzen kann. Das wäre noch eine Idee. Weiß halt nicht von... Ah, doch, hier, guck. Geht. Aha. Oh, das ist auch so cool animiert, wie Lara das gerade macht. Und dann haben wir jetzt einen Eimer hochgeholt. Mit Wasser. Ist die Frage, wie nimmt man den? Oder was macht man damit? Ich weiß gar nicht, wie man den jetzt nimmt. Gute Frage. Oder kann man da jetzt reinspringen? In den Brunnen? Auch nett, oder? Das wäre irgendwie nicht typisch. Nee, da ist auch nichts drin. Aber was kann man jetzt mit dem Eimer Wasser da machen? Jetzt haben wir den Wassereimer hochgeholt. Und ich denke mir gerade so, ja. Schön, dass wir... Ah! Okay. Jetzt haben wir einen Wassereimer. Jetzt kann man wieder von vorne überlegen. Was kann man mit einem Wassereimer machen? Mit einem Wassereimer kann man vielleicht die Schneeverwehung wegmachen. Speichern wollte ich jetzt nicht. Ja. Oder? Nee. No. 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 Haben wir damit jetzt was bewerkstelligt oder nicht? Und das geht ja auch öfter. Aber der Wassereimer ist jetzt leer, oder? Empty. Kann man den wieder auffüllen? Jetzt haben wir den Wassereimer leer gemacht. Ich glaube nicht, dass das gut war. Kann man den wieder auffüllen? Haben wir irgendwo... Ah, ich weiß, wo wir den auffüllen können. Ach, das ist die Feldflasche. Ah, okay. Das ersetzt die Feldflasche und die können wir hier an der Pfütze auffüllen. Natürlich. Ah ja. Interessant. Was machen wir jetzt mit dem Wasser? Kamin auslöschen. Wir haben zwei Stück, das können wir ja mal ausprobieren. Was machen wir mit Wasser? Etwas auslöschen. Oder irgendwelchen Tieren was zu trinken geben, vielleicht. Das war schon mal nicht die Lösung. Aber hätte ja sein können. Dann probieren wir es mal mit dem großen Feuer. In dem Kamin. Vielleicht passiert dann was. Also die Rätsel sind in diesem Level wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Weil ich da auch so echt krass überlegen muss, was muss man da jetzt tun oder kann man machen. Voll gut. Wir probieren das jetzt mal, ob wir hier... Ah, das war irgendwie klar, deswegen habe ich gespeichert. Ob man hier den Wassereimer irgendwie einsetzen kann. Ah ja.
Das ging tatsächlich. Und finden jetzt hier eine Luke vor. Ja, sehr interessant. Kann man da jetzt hochklettern? Auf das Dach drauf? Ja. Jetzt kann man den Kamin hochsteigen. Ist das cool. Okay. Jetzt sind wir auf den Dächern von Silent Town. Hier sind überall Schornsteine. Da drüben liegt auch ein Schlüssel. Den kann man auf jeden Fall mitnehmen. Aha. Sehe ich auch so, Lara. Vielleicht kann man auch von hier irgendwo die Glocke einschießen beim Kirchturm. Spring mal darüber. Vielleicht kann man auch das hier mitnehmen. Aber das macht Lara nicht. Aber das ist zu weit weg. Das geht auf gar keinen Fall. Da unten liegt was. Das müssen wir dann mal mitnehmen. Nur die Frage ist, kann man über die anderen Dächer noch irgendwie? Wir probieren das jetzt mal aus. Mal so ein bisschen von Dach zu springen. Das geht schon mal nicht. Probieren wir es mal mit Ruhe und Gemütlichkeit. Nein. Ich wollte sagen, probieren wir es mal mit dem anderen Dach. Wenn wir von da aus irgendwo noch hinkommen. Wie darüber zum Beispiel. Aber ich glaube, das schafft man auch nicht. Und da drüben sind wir ja schon lang gehangelt, oder? Waren wir da schon? Nee, da drüben waren wir noch nicht. Mal auch mal probieren. Wir probieren das jetzt zum Ende der Folge nochmal. Wo man hier so lang springen kann. Mal die Grenzen testen, aber hier kommt man nicht weit. Das sehe ich schon. Man kann höchstens ein bisschen... darüber kommt man wahrscheinlich auch nicht, weil es zu schräg ist. Doch, da geht sie sogar drauf. Okay. Frage ist, ob man jetzt hier irgendwo langhangeln kann. Die Seite geht nicht. Da ist jetzt wahrscheinlich das im Weg. Ja. Doof. Aber man kann vielleicht trotzdem von der Seite so ein bisschen um die Ecken hangeln, wenn sie hier da durchkommt. Dass uns das irgendwo hinführt noch. Da bleibt sie jetzt erstmal wieder hängen. Ja. Nee, das geht hier nicht. Kommt man nicht weit. Aber man hat es zumindest mal probiert. Höchstens jetzt die Richtung nochmal. Also das kann man, glaube ich, ganz vergessen. Aber hier kann man nochmal testen zu hangeln, ob das irgendwo hinführt. Aber da kommt jetzt auch wieder eine Blockade. Aber da kann man sogar drüber hangeln. Echt, hier kann man sogar ganz drüber hangeln. Aha. Okay. Da kann man da später mal rein oder so. Aber ist jetzt momentan auch nicht die Lösung, denke ich. Darüber konnten wir nicht. Und den Sprung haben wir auch nicht geschafft. Das packt sie nicht. Flackt sie sich fast nur wieder hin dabei. Ja, okay. Was ist, wenn man hier über das Dach drüber springt? Von der Seite nochmal irgendwie hangelt. Kommt man auch nirgendwo hin. Aber da haben wir es wenigstens abgecheckt. Und sind sicher, dass dann da nichts ist, was wir verpasst haben. Oder zumindest gehen wir mal davon aus. Aber was wir auf jeden Fall müssen, ist auf das eine Dach noch drauf, weil da was liegt. Und was da liegt, sehen wir in der nächsten Folge dann. Dafür müssen wir einmal hier runterrutschen. Oder nochmal auf das andere Dach draufspringen, ist vielleicht einfacher. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge anschauen, was hier noch auf dem Dach liegt. Was das ist. Also, bis dann. Ciao.